Herzlich willkommen, liebe Frau, hier zu einer schönen Meditation für dein hormonelles Gleichgewicht während PMS und auch Wechseljahren. Die Übung soll dir helfen, wieder auf gute Gedanken zu kommen, Stimmungstiefs auszugleichen und vor allem aber auch wieder so ein bisschen mehr Power zu bekommen, weil manchmal ist es einfach in dieser Zeit so, dass wir echt müde sind, dass wir keinen richtigen Bock haben, aufzustehen oder rauszugehen und irgendwie so am liebsten die Decke über den Kopf ziehen möchten. Und genau dafür ist diese wunderschöne Übung gedacht. Es ist eine Mudra, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Mudras sind Fingergesten, die kommen aus dem Sanskrit und sie wirken sich positiv auf unsere körperliche, aber auch auf unsere mentale Verfassung aus. Und diese Mudra ist ganz einfach und zwar brauchst du als kleine Vorbereitung erstmal nichts weiter zu tun, als dir ein schönes Plätzchen zu suchen und dich schön gerade hinzusetzen und dann reibst du mal deine Hände so richtig, richtig doll aneinander. Dann merkst du schon, dass Wärme entsteht, dass es heiß wird und ja, dass man so die eigene Lebensenergie aufweckt. Und dann machst du das auch noch mit den Handrücken, dass du auch diese richtig fest aneinander reibst, dass es richtig heiß wird. Dreh auch mal die Hände um. Und dann verschließe die Finger und strecke dich ganz weit nach oben. Mach dich ganz lang. Nimm den Atem mit. Tief und vollständig, ganz lang, Wirbel für Wirbel. Du kannst dabei auch stöhnen und alles rauslassen, was du gerne loslassen möchtest. Und dann nimmst du diese Mudra genau so, wie du jetzt die Finger verschlossen hast und legst sie. Wenn du sehr abgespannt bist, wenn du das Gefühl hast, du brauchst wirklich neue Energie, legst du sie so ganz entspannt auf deine Brust. Wenn du zum Beispiel morgens schwer rauskommst, noch so ein paar Minuten im Bett liegen möchtest, dann legst du sie einfach in deinen Nacken hinein. Und wenn du merkst, du kommst aus einer Gedankenschleife nicht raus und du hast ganz doofe, blöde Gedanken und die nerven dich und irgendwie dreht sich immer alles wieder um das Gleiche, dann kannst du sie dir einfach mit dem Handrücken, mit den beiden Handrücken, an die Stirn legen. Du entscheidest jetzt, welche Mudra-Version du gerne machen möchtest. Ich nehme mal die. Die ist jetzt gerade für mich am bequemsten. Ich lege also die Mudra auf mein Herz. Und dann schließen wir gemeinsam die Augen. Ich wechsle jetzt ins Du. Schließe deine Augen und atme ganz entspannt durch die Nase ein und lang und vollständig durch die Nase wieder aus. Stell dir vor, wie diese Power Mudra dir die Energie schenkt, die nötig ist, dass du wieder in dein hormonelles Gleichgewicht kommst, dass du Lust hast aufs Leben, energiegeladen bist, ohne dabei nervös zu sein. Die Mudra gleicht aus. Sie wirkt positiv auf unser vegetatives Nervensystem. Gleicht aus, was gerade zu viel oder auch zu wenig ist. Spüre, wie dein Atem immer langsamer wird. Dein Herz ruhig schlägt. Und wie es vielleicht jetzt gerade in deinen Händen warm wird. Diese Wärme lässt du jetzt entweder in dein Herz strömen, in deine Stirn,
in deinen Kopf, wenn die Mudra vorne an der Stirn gehalten wird. Oder die dritte Version. Lass die Wärme in deinen Kopf strömen. Vielleicht siehst du jetzt schon eine Farbe. Dann hole sie dir näher heran. Lass diese Farbe durch deinen Körper strömen. Durch all deine Muskeln, durch deine Meridiane, durch all deine Zellen. Kannst du wahrnehmen, wie es sich gerade anfühlt? Die angenehme Wärme und die Farbe durchströmen dich jetzt. Schenken dir neue Energie, Lebenskraft und Mut. Und transformieren, was du nicht mehr brauchst. Mit jedem Ausatemzug kannst du einfach loslassen und ausatmen, was dir hinderlich ist, was nicht mehr zu dir gehört. Und dann stell dir vor, wie du einer Tätigkeit nachgehst, die dir richtig Freude bereitet. Vielleicht erscheint jetzt ein Bild. Male dir aus, wie du glücklich und zufrieden deinem Hobby nachgehst. Was könnte das sein? Schau dir dabei zu und nimm wahr, wie gut sich das anfühlt. Spürst du das? Und dann verankere diese Vision in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Und schau, ob du dies in dein Leben integrieren möchtest. Komm jetzt mit deiner Aufmerksamkeit langsam wieder zurück.
an die Oberfläche deines Bewusstseins. Atme noch 2, 3 Atemzüge tief und vollständig in deinen ganzen Körper hinein. Und öffne dann die Augen. Willkommen zurück. Ich hoffe, die Übung hat dir gefallen. Und ja, vielleicht hast du etwas gesehen, was dir noch gar nicht bewusst war. Oder vielleicht hast du dich bei einem Hobby gesehen, was du total gerne machst. Schau wirklich mal, ob du dieses vielleicht in dein Leben holen möchtest. Denn gerade bei Stimmungsschwankungen, bei hormonellem Ungleichgewicht ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns richtig Spaß machen, die uns gut tun, dass wir nicht nur arbeiten und schuften und uns um die Familie kümmern, sondern dass es einfach auch Auszeiten gibt, die nur für uns sind. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und wenn du möchtest, schreib mir gern oder komm in meine Weiberzeit. Bis bald, deine Anne.